Ja, Franz Liszt habe ich selbstverständlich auch in meinem überaus breit gefächerten Repertoire. Die zweite ungarische Rhapsodie. Ach was? Ja. Ja, die kann ich auch. Ja, nee. Doch. Bringt uns ja nichts. Wieso? Die ist ja nicht komponiert für zwei Flügel, sondern nur für einen. Damit hätten wir dasselbe Problem wie Liszt und seine unzähligen Gespielinnen. Wer darf nach oben? Achso, da habe ich jetzt eine ganz einfache Lösung parat. Dann werde ich auch gleich viel besser vom Publikum gesehen. Hey. Ich spiele oben. Toll. Dann sieht man mich ja gar nicht. Das macht nix. Rüber. Nö, doch. Wieso denn? Ja, Bettel. Du hast das letzte Stück jetzt ich wieder dran. Hin und her. Oh, jetzt mal gut mit hin und her. Ist ja spießig, wir sind doch nicht bei der Sparkasse. Ja, spießig. Wir sind auch nicht bei der Mafia, wo man einfach so bescheißen kann. Rüber jetzt. Geht gleich weiter. Och, jetzt wackelt sie auch noch. Ich spiel oben. Du sitzt oben. Thank you.